MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hat er dir eine Kachel rausgeladen? Ja, natürlich. Ja. Warum sollte ich denn auch meine Tour in Ruhe zu Ende fahren können? Ja, warte, jetzt kommt bei mir gleich die nächste Haltestelle, dann können wir beruhigt cutten. Beruhigt sehe ich das eher nicht. Ja gut, das ist natürlich kacke. Kachel rausladen, ist, das ist aber so ein Omsi-Feature, ne? Ja. Ja, Omsi kann nicht mal. Ich weiß schon, warum ich das 2 Wochen kaum angepackt habe. Zumindest nicht in Aufnahmen. Fahre ich jetzt hier rechts oder fahre ich geradeaus? Warum? Weißt du, das ist halt auch wieder dieser nervige Drecksfehler, ist jetzt seit kurzem wieder da. Woher kommt das immer? Das ist eine gute Frage, aber wir sind uns einig in dem Punkt, dass es nervt. Ja, aber sowas von. Oh, der LKW springt. Warum springt der? Vor allem, wo springt der hin? Also ich erinnere mich, dass Nick gesagt hat, es wird eng. Ja, und zum Kotzen, weil Omsi. Mann, ey, ist das eine Kacke hier. Da kommt ja gar kein Gegenverkehr in der Engstelle hier. So, kann jetzt mal bitte die Haltestelle kommen? Danke. Aha, da kommt sie. Nee, da kommt sie nicht. Was? Ich muss hier rein? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist jetzt nicht die Aussage, die ich gerade von dir erwarte. Aber ist okay, Chris. Ich weiß. Hallo, fahr ich hier jetzt einmal durchs Dorf oder was? Ach, da ist Depot. Ja, da ist die Haltestelle. Ja, komm, der fährt doch durch. Klar fährt der durch. Der sieht, dass ich abbiegen will und fährt durch. Und will abbiegen und trifft mich nicht. Ich bin ausgewichen. Haha. So. Arrêt, Jules Verne. Ligne 9106A. Direction Massigard. So, prévu à destination dans 30 minutes. Ja, genau. 30 Minuten. So, wir machen hier einen. Ich kann nicht cutten. Warum nicht? Weil der gerade schon bei Loading AI ist. Ah, du bist schon bei Loading AI? Okay. Bin ich denn auch in Jules Verne? Ja, ich bin in Jules Verne. Ja, gleich wird's. Ein Ticket, s'il vous plaît. Bitteschön. Ja, nichts zu danken. Merci, Schokolade schmeckt nicht. Hast du gerade gesagt, 1 Ticket? Nee, 1 Ticket. Ich hab 1 Ticket sonst. Ja, du verstehst ja eh immer nur das, was du verstehen willst. Ja. Wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall. So. Ja, Kerl. Fährst du oder fährst du nicht? Du fährst nicht, okay. Jetzt fährt er. Und da kommt schon der Nächste! Und der trifft mich. Arschloch. Arschloch. Ja. Prochain arrêt, petit plan. Oh. Ich hab den Bus kaputt gemacht. Schnell mal reparieren. Ja, toll. Wie sehr denn kaputt? So kaputt, dass ich, wie gesagt, ihn reparieren musste und jetzt voll Verspätung hab. Elektronikfutsch? Ja.
Ui, wie hast denn das gemacht? Ja, mir kam da noch einer entgegen, der mich, der dann nicht drüber nachgedacht hat, vielleicht da zu warten. Ach so, ja gut. Aber das passiert hier auf der Karte immer und 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 immer wieder. Wow. Und immer und immer und immer und immer und immer und immer. Ja, genau. Ja, aber Nick, irgendwo müssen wir ja eh einen Cut machen, weil 15 Minuten Folgen und so, ne? Willst du das nicht schon 15 Minuten aufteilen? Willst du die Folge komplett bringen? Nee, komplett nicht, aber Könnten auch Folgen müssen wir da jetzt auch nicht unbedingt draus machen. Können auch 3 machen von mir aus. Wir gucken einfach nachher mal. Genau. Alter. Ach, da ist das Alter wieder. Ja. Da ist es wieder, das Alter. Ja, das holt dich einmal. Ja, 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 ja. Danke. vielen Dank an dieser Stelle. Einfach zu gut gerade. Ja, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich hatte einen Unfall, wow. Kann eigentlich gar nicht sein, dass ich einen Unfall hatte. Daran könnte ich mich, glaube ich, erinnern. Das Schöne ist, du hattest ja auch vor ein paar Tagen Geburtstag. Dann passt das ja noch besser. Ja, danke dafür. Ja. Immer wieder gerne. Gut. Schön, dass wir uns einig sind. Arsch. Ich fahre da mal hier überall durch bis zum Ende. Ja, mach mal. Ist ja keiner da. Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten. Boah. Ich würde gerne mal anhalten, weil das stinkelangweilig ist. Aua. Das Ding könntest du auch einfach Express nennen, weil dir am Anfang direkt jemand reinfährt und du wirst dann erst eine Haltestelle kommst. Und dann wieder zurückfahren. Ja. Das würde reichen. Guck mal, du hast sogar den Bus vor dir eingeholt. Ja, das ist aber die 9110. Wo auch immer die hinguckt. Boah. Boah, hingurkt ist gut, ey. Komm, ja. Gib Stoff. Willst du mich verarschen? Jetzt fährt er den 30. Ne, verarschen will er den nicht. Hallo, gib doch mal Gas jetzt. Mach ich doch. Du warst aber nicht gemeint. Ist mir doch egal. Ja, was ist los? Und genau hier, wo ich jetzt überholen, stehen welche, ne? Nee, ist klar, ihr könnt mich doch alle mal. Ja, echt mal, kreuzweise. Ja, ja, der Kreisel ist ja, och, ist der putzig. Boah, heute ist echt wieder verhext, ne? Ja. Weißt du, 10 Haltestellen kann ich durchfahren, weil da keine Sau ist. Aber dann, wenn ich gerade mal den Kollegen überhole, dann steht da wer. Ist doch zum Kotzen. Vielleicht hat der Kollege dir sehr viele weggenommen. Nee, das war eine andere Linie. Ist doch egal. Die hat aber nicht dahin zu fahren, wo ich hin war. Oh, wow. An dieser Engstelle hier wollen doch nicht 2 Autos lang. Doch, eigentlich schon. Oh Gott. Oh Gott, rum, bevor der Gegenverkehr kommt und da rein will. Wodka, Whisky. Was? Was? Ja, rum. Ach so. Nee. Ach komm, ey. Nee. Okay, will keiner mit. Arrêt, petit. Prochain arrêt, Rucher. Wie? Ferrero Rocher? Nee, Rucher, nicht Rocher, Rucher. Oh Mann. Chris, denkst du wieder nur ans Essen? Ja. Dabei hat er doch Spekulatius, weißt du? Ja, echt mal. Hab ich eins von gegessen. Leck mich. Halt dich selber sauber. Nee. Chris, wann hast du Geburtstag? Ja. Im Juni, das weißt du doch. Okay, dann schenke ich dir eine Klo-LED zu Weihnachten. Gerne. Weißt du, wo ich wohne? Ja, weiß ich. Ich muss jetzt auch nicht mehr. Am Plateau du Moulin. Ich muss jetzt auch nicht mehr umsteigen, um zu dir zu kommen, Chris. Das stimmt. Ja, doch, musst du schon. Ja, vom Bus in Zug, aber ich muss nicht mehr Bus, Zug, Zug oder Bus, Zug, S-Bahn, wenn ich zu Gerd will, weißt du? Ich kann direkt also, Bus, yes. S-Bahn, fertig.
Bei mir müsstest du Bus, S-Bahn, Bus, wenn ja. ich dich nicht abholen würde. Ja, aber du würdest mich ja abholen. Ja. Und du müsstest mir nur früh Bescheid sagen, Mario. Ja, ja. Wegen. Ja, ja, das ist klar. Das ist selbstverständlich. Und dann sage ich, Leute, ich kann nicht, ich bin woanders. Genau. Und Sarah muss halt Bescheid wissen. Ja, die kann dann ruhig dabei sein, oh. damit ich die auch mal... Ja, hast du ja gesagt. Nur genau. ich, es ist halt nur nicht, sagen wir mal, förderlich, wenn du Donnerstag sagst, ach, ich mache Samstag übrigens die Einweihungsfahrt. Nein. Da sage ich früh genug Bescheid. Klar. Vorfahrt gibt's also in Frankreich nicht? Nee, das ist zum Kotzen auf der Karte. Das aber ist wirklich der einzige große fette Minuspunkt. Ja. Und dass hier keine Leute mehr einsteigen. Leid für all die Franzosen, die jetzt gerade zugucken, aber in echt fahren die auch so. Das stimmt. Das ist aber in Italien nicht anders. Solange nichts passiert, fährt man einfach irgendwie. Ja. Ja. Und wenn was passiert, dann bleibt man auch einfach in Italien da auf der Stelle stehen, wo was passiert ist. Egal, ob das mitten auf der Straße ist oder so. Ja, so ungefähr. Wo muss ich denn noch überall langfahren, wenn ich noch nicht mal am Plateau de Moulin bin? Oh, da kommt mir ein Bus entgegen. Hui! Okay, also ich glaube, ab Plateau de Moulin fahre ich denselben Weg, wie du gefahren bist, nur halt in die andere Richtung. Aber ich kenne die Strecke, ja. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, ja. Oh Kerl, wenn du noch mehr vom Gas gibst, kann ich die Fahrgäste aber laufen dann lassen. Dann hast du ja jetzt Übung, dann können wir danach ja Innsbruck fahren. Mit dem AGG, ne? Aber ja, ja. Ja, ja, selbstverständlich. Und ja. Bei Schnee. Gibt es ja, ja. eigentlich auch irgendwo ein Schild mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder fährt man hier einfach, wie man will? Das ist Frankreich. Ich bin jetzt oder wobei, ich bin innerorts. Aber nö, ich fahre nicht 50, ist mir egal. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Wow, KI, die wartet. Ich glaube, Omsi ist kaputt. Ach, hier steigen Leute ein. Dass der LKW mich jetzt trifft, das war klar. Hi. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt hier rein? So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Nee, da rein muss ich nämlich nicht, weil da ist ein Parkplatz. Toll, also muss ich doch... Da bin ich schon richtig. Ach, ich hab dich eh nicht verstanden. Hier, nimm einfach den Fahrschein. Sprech Deutsch, mein Gott. Ich verstehe dich doch nicht. Sprech Deutsch, mein Gott, hilft bestimmt. Dann weiß der auch genau, was du von ihm willst, wenn du sagst, sprich Deutsch, mein Gott. Ja. Der hat jetzt halt zu wissen, oder die hat jetzt halt zu wissen, was die ich damit meine. Die hat jetzt halt zu wissen. Halt hoch auf das Deutsch. Eieiei. Wie kann ich denn jetzt 3 Minuten zu früh sein? Also ich weiß nicht warum, Nick, aber wer mit 90 durch die Innenstadt brettert, ja. Der ist zu früh. Ich brette überhaupt nicht mit 90 und auch nicht durch die Innenstadt. Nein, es sind mindestens 120 und es ist ein Dorf. Ja. So, Plateau du Moulin. Ja, -4. Was ist denn das jetzt? Ja, das ändert sich nachher. Ich habe einfach 4 Minuten Zeit gehabt für die paar hundert Meter. Und ein bisschen Verfrühung hatte ich schon drauf. Ich spule mal vor. Es dauert mir zu lang. Ich warte jetzt hier keine 4 Minuten. Nee, würde ich auch nicht. So, wenn ich Glück gehabt hätte, wären jetzt noch ein paar Leute da. Habe ich natürlich nicht. Ah doch, ein Kind. Wow. Und da hinten kommt noch einer angelatscht. Ein Kind? Nicht so viel. Ja, echt mal. Wofür habe ich den beschissenen Gelenkbus genommen? Das kann doch nicht wahr sein. Die Penner wollten sowieso von Anfang an direkt wieder aussteigen. Ich hätte einen Solobus nehmen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Hätte ich die Hälfte von den Nörglern direkt stehen gelassen. Praktisch. Ja.
So, die Linie ist zwar durchgezogen und eigentlich muss ich durch den Kreisverkehr, um dann hier links wieder weiterzufahren, aber das ist mir auch sowas von egal. Jetzt laber mich doch nicht voll hier, ich erzähl grad. Nick, das versteht sie nicht, oder er? Nee, die Ansage versteht das erst recht nicht, aber nee. Hallo, ich bin am Erzählen, lass mich. Das ist der Ansage aber egal. Das ist mir aber egal. Oh Mann, dir ist es egal, dass es der Ansage egal ist. Ja. Na dann. Egal und egal ergibt illegal, ne? Ach nee, egal und egal ergibt Senegal, ne? Wortwitz oh, mit einem Wortwitz warte, mit einem Land. Warte, der kommt gleich. Ja, warte, schlimm. Warte. Aber hier ist boah, die Performance war, ja, wieder gut. Boah, will ja, hier auch mal jemand. Oh, Place du Village bin ich jetzt. Ja, da wird's eng. Oh, oh. Oh, der kam noch vorbei, wow. Wie viel zu spät bist denn du mittlerweile? Ich muss gerade gucken, wo ich hin muss. Das ist gut. Ich glaube hier lang. Ich hoffe mal, dass ich hier lang muss. Ich sage dir gleich am Place du Village, wie viel zu spät ich bin. Scheiße. Mit LKW ist hier aber nicht viel Platz. Nee. Ja, das ist öfter mal so. Meintest du eben Place du Village oder meintest du Plateau du Mont? Ich war gerade am Plateau du Moulin. Ich komme jetzt nach Croix-Pasquet oder irgendwie so. Aha, ja, okay. Ja, am Plateau bla blub war ich auch noch nicht. Okay. Uah, jetzt kommt hier ein Bus. Die 11. Fahr mir nicht ins Heck. Bitte, danke. Fahr mir nicht ins Heck, fahr mir einfach in die Front. So, ich warte jetzt, bis der durch ist, auch wenn da eigentlich in der Realität noch genug Platz wäre. So, jetzt hier rum. Das wird ja interessant. Also hinten rechts mit dem Nachläufer nehme ich einen Bordsteiner auf jeden Fall mit. Aber die Karte ist echt schön. Ja gut, bis auf dieses Invisible Blinds Problem, aber ansonsten. Boah, da bin ich echt noch okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das überhaupt ansatzweise reicht vom Platz her. Aber da bin ich tatsächlich noch ganz knapp rumgekommen. Wow. Traue ich mich, den zu überholen? Nein. Also trauen schon, aber da kommt Gegenverkehr. So. Ach so, stimmt, die Ecke war das, wo du nicht rumkommst mit dem Gelenk. Wetten, der bremst jetzt Autos gleich. Fahren. Der fährt so verhalten, der bremst 100 pro jetzt gleich. Völlig abrupt und völlig grundlos. Okay, jetzt habe ich zu spät gelenkt. Ach, scheiße. Gut. Rückwärts. Zumindest, bis es mir den Knickschutz reinhaut. Oh, die Autos. Das ist nicht Spaß. Die Autos fahren hier einfach ineinander. Nee, muss gar nicht. Passt. Also am Place du Village, da will auch keiner einsteigen. Wow. Arrêt, Place du Village. Prochain arrêt, Croix-Pasquier. Croix-Pasquier bin ich jetzt. Ja, da war ich eben auch. Da ist es richtig schlimm in der Gegenrichtung. Da abzubiegen, das ist kompliziert, wenn da jemand steht und man halten muss. Ja, ist hier gerade nicht besser wegen den parkenden Autos. Das stimmt. Fahr mal ein bisschen auf den Bordstein, dann geht das so. Da kommen ja Autos bis sonst wo. Ah, nee, stimmt gar nicht. Da hinter dem ist frei. Hm. Sowas wie Blinker kennt der ja auch nicht, ne? Nee, sowieso nicht. Ich weiß schon, also hier mit dem Gelenkbus, das hat was, ja. Ja, das, ich finde das aber total cool, dass es mal wieder so eine herausfordernde Karte gibt. Gut, das stimmt. Oh! Das macht halt schon irgendwie viel aus. Boah, ich bin gerade genau pünktlich. Das 00 auf dem Ibis blinkt. Wow. Hm.
Oh, Kwabaske. Ja, schön. Einbahnstraße. Das ist aber nett. Und wieder keiner, der rein oder raus will. Plateau du Moulin. Na, dos, dies, ja, blablub. Ich habe so das Gefühl, früher da anzukommen als du. Hm, ich auch. Weil ich glaube, bis zum Plateau du Moulin war die weiteste Strecke bei mir. Also ich, wobei, ja, 23 Minuten Fahrzeit habe ich. Die Aufnahme wird über eine Stunde lang. Also ich bin in 15 Minuten leider schon wieder weg. Was? Ja? Wohin? Zu meiner Tante und zu meinem Onkel. Ah. Hätten wir Boss, da gibt's gleich Kuchen. Lecker. Ja. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Der ist nur am Fressen, der Typ, ne? Ja. Nee, das Schlimme ist, dass ich davon nichts abhab. Ja. Und heute Abend gibt's Steak. Halt's Maul. Ja, komm, du kannst auch jetzt schon gehen, Chris. Nein. Doch, doch, Chris. Geh mal. Ich hab gehört, es ist immer schön, wenn man früher da ist. Wir fahren ja eine gute Stunde dahin. Ja, gut. Ja, wenn Stau ist. Nee, auf der Strecke nicht. Auf der 44 und 46 so gut wie die. Das können wir ändern. Bist du da? Bis Mayo ist schon fünfmal Pfingsten vorbei. Mayo lässt die Bezirksregierung kurz anordnen, dass da was liegt. Ja, genau. Oh. Das gab's ja letztens. Sollen wir absperren? Ja, ich weiß. Die Bezirksregierung hat die A1 gesperrt. Ja. Was haben sie gefunden? Eine Eisenstange. Ja. Du kannst mich mal. Ja, aber du hast damit ja nichts zu tun. Nee. Kann das sein, dass ich an der falschen Haltestelle stehe? Das ist zu 75%. Nee, Linie 11. Die Linie 11 hält hier. Wo halte ich denn? Du musst einmal links rumfahren. Ach so. Auf die andere Seite quasi, weil du fährst dann durch den Kreisverkehr durch, der da ist. Kann mal gucken. Da ist auch Linie 11. Ah, 96A, B, C, D. Ach so, okay, dann fahre ich mal gerade rum. Mhm. Hallo, Omsi! So, aber hier läuft. Den Abschnitt kenne ich einfach sehr gut. Weil die 11 bin ich schon öfter gefahren. Die ist echt schön. Ich sollte auch hinten die Tür zumachen, damit ich, ne? Wäre, eine Möglichkeit. So, hier zieht der Fahrplan aber auch irgendwie an. Ich fahre dann mal gerade hier rum, damit da auch mal wieder niemand einsteigen will. Oder doch einer vielleicht, ja? Nein. Doch, ein Kind. Ob es einsteigen will, wow. weiß ich noch nicht. Nein, will es nicht. Wow. Oh, nicht, da war ein Stoppschild, ne? Ist mir scheißegal. Das war voll sinnlos. Warum soll ich denn da anhalten? Weil da Stopp steht? Ja, das macht aber überhaupt, keinen Sinn. Zumal da sowieso nie jemand rausfährt. Das Stoppschild kann mich mal. Wow. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Ah, doch, da lang, okay. Könnt übrigens mal den Warnblinker ausmachen, wäre doch ganz sinnvoll, oder nicht? Ja, mach doch mal den Warnblinker aus. Hab ich gemacht. Ui, jetzt kommt mir hier ein Bus entgegen. Natürlich sehr geil. Ah, geht aber. War nur ein bisschen knapp. Nur ein bisschen. Ach. Ach ja. Appalapap, das war nicht knapp.
Ampel ist grün, dann darf ich weiterfahren, das ist nett. Ich weiß nicht warum, aber die Karte ist so verlockend zum Heizen. Ja, ist sie. Es gibt halt auch mega viele Bereiche, in denen du das gut machen kannst. Ja, weil es einfach so oft geradeaus geht auch. Ah. Und eine leichte Kurve. Problem hast du dann, wenn dir die KI im Weg steht. Ja. Wohl wahr. Oder dir einfach mal volle Wucht den Nachläufer fährt, weil man den ja auch so leicht übersehen kann. Ja, natürlich. Also Nachläufer, die sind so klein. So, welche Farbe hat diese Ampel? Rot. Aber ich finde es interessant, dass halt eben dort deutsche Polizeiautos fahren. Ne? Das mit der EU nehmen die sehr ernst. Ja, das ist normal. Das ist alles Präsident Macron zu verdanken. Weil echte deutsche Wertarbeit und so, weißt du?